Blumen, soweit das Auge reicht. Valentinstag, das bedeutet viel Arbeit, aber auch viel Umsatz im Blumengeschäft. Beinahe wie am Muttertag. Ja, es ist ähnlich, wobei schon der Muttertag einfach nur stärker für unsere Branche ist, weil jeder hat eine Mutter und nicht jeder eine Freundin. Und umgekehrt wird natürlich auch ein Schuh daraus. Werden Sie am Valentinstag beschenkt? Gibt es da Blumen? Ich glaube nicht. Warum nicht? Da bräuchte man einen Mann oder irgend so wen dazu. Wenn man dann doch so irgendwen hat, dann hat der die Qual der Wahl. Zu den Frühlingsblühen zählen wir Tulpen, Narzissen, Märzenbecher, Ranunkeln, Muskare, die ganze Vielfalt. Bei den Stöcken gibt es dann die Primeln, die ersten. Wo ich sage, das ist so ein kleiner Frühlingsgruß, ein blühender, ist schon was Schönes. Der Trend, auch Topfpflanzen zu versenden oder zu schenken, vor allem Orchideen oder hochwertige Pflanzen, sind schon eine Alternative für den klassischen Blumenstrauß. Und die kommen in Oberösterreich meist aus heimischer Zucht. Und vor allem Männer machen sich am Valentinstag auf ins Blumengeschäft. Selbstverständlich, meine Geliebte, die bekommt von mir Blumen immer. Auf alle Fälle, also Blumen müssen auf alle Fälle drinnen sein. Ganz klar. Aber sonst finde ich es jetzt ein bisschen übertrieben, diese amerikanischen Feiertage, dass man es weiterhin noch mehr feiert. Das ist Tradition bei uns daheim und da gibt es immer weiße Tulpen. Keine Blumen, aber Süßigkeiten. Weil mir Süßigkeiten lieber sind. Schmecken mir gut. Aber nicht nur Paare beschenken sich an diesem Tag. Auch Freunde, Verwandte, in der Familie kann man sich ruhig einmal, auch wenn es nur eine Pflanze ist oder eine Rose ist, schenken und dem Gegenüber zeigen, dass man an ihn denkt und dass man gern hat. Es ist ein Tag der Liebenden, das heißt nicht nur Liebe per se, sondern auch für Freundinnen oder so kann man ohne weiteres auch was schenken. Und ich finde, das ist immer noch ein wichtiger Tag, weil gerade jetzt in dieser Zeit ist es wichtiger denn je, dass man das zeigt, wie man gern hat, oder? Übrigens, das Brauchtum des Valentinstags geht auf den heiligen Valentin zurück. Er ist Schutzpatron der Verliebten. Persönlich meinte es das Schicksal mit ihm weniger gut. Er starb 269 nach Christus, den Märtyrertod.